Wir sind Uli und Freddy von One World, 1000 Places und sind mit unserem Würstner Exeo unterwegs. Wir treffen nette Menschen, zeigen Wohnmobile und Kastenwagen, nützliche Dinge für den Campingalltag und reisen durch Europa. Wir nehmen euch gerne mit auf unseren kleinen oder großen Abenteuern. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Moin ihr Lieben. Guten Morgen ihr Lieben. Aus dem wunderschönen sonnigen Spanien. Ja, wir sitzen jetzt gerade noch beim Frühstück. Wir sind immer noch auf dem Stellplatz in Ljubljana. Ljubljana. Wir hatten fälschlicherweise gesagt, dass das hier Zadarba ist, aber Zadarba war ein Ort vorweg, wo die Festung auch war, also die Burg war. Wer es noch nicht gesehen hat, angucken. War echt geil. Wir haben die ganze Zeit schon hier in dem Ort die Türme gesucht, bis wir dann festgestellt haben, dass wir also doch schon einen kleinen Ort weiter waren, den wir uns auch gleich angucken werden, wenn wir mal ein bisschen reinlaufen. Ja. Im Übrigen will ich jetzt eins mal sagen, das ist ein total ruhiger Ort. Hier kommt alle Stunden ein Auto vorbei. Das war gerade für einen Moment. Hier ist sonst tot, hier ist nichts. Aber genau in dem Moment, wo wir aufzeichnen, wie das Übliche. Ja, aber der ist wirklich zu empfehlen auch. Ich meine, der Stellplatz, das ist total ruhig. Die Entsorgung hat man, Versorgung ist kein Thema. Und diese Ausgrabungsstätten, das ist echt was wert. Das, ne? ist, das müsst ihr euch angucken, das ist so beeindruckend. Ich habe sowas... Ja, wie gesagt, wir hatten schon angesprochen, die Ruinen von Salamis im Norden Zyperns, also türkische Seite von Zyperns, das war auch beeindruckend. Vielleicht noch einen kleinen Tag mehr, aber hier ist es auf größerer Fläche noch. Und wir sind total glücklich, dass wir unsere Fahrräder dabei haben, weil hier geht ein Berg hoch, relativ steil, aber im Sport- und Turbogang wie nichts. Wie Butter. Ja, ich hatte dann auch dann, Glück oder Pech, ich habe ja einen Herzinfarkt gekriegt, dass dann so eine, ich weiß nicht, ich sag mal 3 Meter lange Schlange, nein, die war irgendwie so 1 Meter oder 1,50 Meter, so grün und so ein Durchmesser am Wegesrand lag und dann, wo ich dann nebenher gefahren bin, dann so weg war. Ich habe mal einen Herzkasper gekriegt. Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich liebe Schlangen. Ich habe selber mal Boas gehabt. Also ich finde das eigentlich ganz toll. Was ich aber beeindruckend fand, wir kommen da oben an. Ab 16 Uhr sollte das wieder geöffnet sein. Und ich stehe vor der Tür und sage, die Tür ist abgeschlossen. Da kommen wir nicht rein. Ich habe gesagt, vielleicht diese Tür. Sagt sie, bist du eigentlich doof? Vor neben der Tür fehlt ein ganzes Zaunelement. Aber wirklich genau. Das war so schön. Ich habe jetzt erst gedacht, er hat mich veräppelt. Hab's nicht gesehen. Oh. Wir Deutschen sind ja so, wenn wir eine abgeschlossene Tür sehen, dann ist das zu. Aber dass daneben das Sonnenelement fehlt. Ja, und dann hatte ich ja gedacht, dass dieses Gelände eigentlich, wir waren ja erst ein bisschen enttäuscht, weil ich gesagt habe, das ist ja Pillepalle. Dass es aber dann so weitläufig ist, dass man ja eine ganze Ecke da noch andere Sachen zu sehen kriegt. Wir hätten auch noch ein Amphitheater uns angucken können, aber wir waren wirklich K.O. Als ich hier ankam, ich wollte eigentlich nur noch liegen. Aber ja, aber die Säulen waren schon ein Highlight eigentlich dabei. Ja, das war echt der Hammer. Ja, heute geht es weiter Richtung Westen. Weil wir haben ja dadurch, dass uns so ein paar Missgeschicke passiert sind, wer die Serie geguckt hat, weiß bis jetzt, dass uns das Bett kaputt gegangen ist, dass wir deswegen nach Saragossa mussten. Weil wir in Saragossa waren, konnten wir auf diesen geilen Campingplatz fahren, auf dem wir waren, mit dem See. Hier war es dann so, dass wir ja von der Burg aus ins, Bardenas Reales fahren wollten, in diese Wüste. Dummerweise haben wir uns so verfranst, dass wir gesagt haben, bevor uns das Auto kaputt schießen, fahren wir lieber wieder zu einem anderen, andere Sehenswürdigkeit. Und das war eben jenes. Das hätten wir total übersehen, wenn das nicht gewesen wäre mit Bardenas Reales. Was ja schon jeder gezeigt hat. Also zuletzt waren Up and Down Van Life, lieber Frank, liebe Barbara, an dieser Stelle schöne Grüße. Also da sind wir nicht hingefahren.
Ja, weil uns das Schicksal einfach nicht dahin lassen wollte. Google Maps hat wieder mal gesagt, ihr müsst euch total verfahren. Und das ist uns auch passiert. Und dank einer netten Einheimischen hier, die hat uns da rausgeholfen und hat gesagt, Leute, ihr seid hier verkehrt, ihr müsst in die andere Richtung. Natürlich auf Spanisch, aber Spanisch spielt hier keine Rolle, weil man versteht die Leute auch so. Also super. Ja, mit Händen also, und Füßen. Ja, man kann sich immer verständigen. Na gut, im Auto die Füße nicht, aber die Hände. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen eigentlich einen Film rausmachen aus dem Ding hier. Tolle Geschichte hier, wir ziehen weiter und wo es genau hingeht, das seht ihr gleich. Pronto ya no sea mi realidad. No sé si es amor o qué. Hallo ihr Lieben. Moin Moin. Ja. Wir sind an einem idyllischen Ort angelangt. Herrlich, direkt hier am Aragon River. Träumchen. Normalerweise. Normalerweise, ja. Aber. Der Ort heißt, jetzt muss ich wieder ablesen, Sangüesa. Sangüesa? Ja, klingt schön. Ist aber nicht. Nee, das ist also, wir haben festgestellt, eigentlich der dreckigste Ort, den wir hier in Spanien gesehen haben. Wir wollten eigentlich erst 2 Tage hier auf den Campingplatz, haben aber Gott sei Dank nach meiner Intuition gesagt, wir buchen erstmal nur ein und dann fahren wir morgen weiter. Weil für einen Tag ist das okay, kann man machen. Ja. Ja, aber irgendwie, ich sag mal, der ganze Ort, die ganze Ecke stinkt nach Urin. Extrem. Also das ist hier nicht nur, dass wir uns das einbilden. Man kann ja kaum atmen, so das beißt richtig in der Nase. Und ich glaube, das kommt von diesem herrlichen Flüsschen Aragon. Ja, ich weiß nicht. Also ja, da drin schwimmen würde ich jetzt kommen, auch vielleicht nicht. Übler wird's. Also wer das Ruhrgebiet kennt, der kennt bestimmt die Emscher von früher, in den 70er Jahren. So riecht das hier. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt an dem warmen Wetter liegt oder wie auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wären auf der Anfahrt, hätten da die
Hundekackbeutel schon auf der Straße gelegen, hätte ich gesagt, wir fahren wieder und suchen uns was anderes. Ja. Aber die lagen da noch nicht. Ich meine, die Rezeption, der ist freundlich, ist hilfsbereit, der Platz ist okay. Bei der Anfahrt habe ich schon gesagt, oh, offener Vollzug. Das sah schon so im Zaun drumherum aus wie ein Knast. Da hätten wir schon umdrehen sollen eigentlich. Auch die Klientel, die da vor der Tür sitzt, in so einem kleinen Park gegenüber davon. Wir haben von Weitem das Gras gerochen und das war nicht die Wiese. Ja gut, jeder wie er will, ne? Sollen sie machen. Ja, aber ich meine, das hätte ich hier nicht erwartet, ganz ehrlich. Ja, und wir haben dann natürlich als artige YouTuber gefragt, dürfen wir den Platz filmen und dann vorstellen? Natürlich nur Positives. Sagt er, ja, aber ihr dürft keine Toilette filmen, also die Sanitärecke ist tabu, die Rezeption ist tabu, das Restaurant ist tabu, Schwimmbad wäre auch tabu. Ja, Schwimmbad muss ich dazu sagen, ist angegeben im Prospekt, aber das ist kein Schwimmbad oder kein Pool im, ja, auf dem Campingplatz, sondern das ist ein ganz normales Hallenbad mit so einem kleinen Freibad vorne dran, was zur Stadt gehört. Das hat mit dem Campingplatz gar nichts zu tun, das ist extra so ein Ding. Ja. Die verkaufen es aber als Schwimmbad für den, also als Pool für den Campingplatz. Und das ist eigentlich, das ist eine Frechheit. Ja gut, ist jetzt so, wie es ist. Und was wollte ich denn jetzt noch sagen? Natürlich, dass wir dann keine Leute filmen, keine Fahrzeuge. Ja, was bleibt da über? Also, da filmen wir nichts von. Da filmen wir nichts von. Wir nennen den Platz auch nicht, aber der ist direkt am Aragon River, an einem Fußballplatz. Genau. Und dann am Schwimmbad. Könnt ihr mal selber nachsehen. Und ich werde bei Axi auch eine entsprechende Bewertung schreiben. Man kann ja Bewertung schreiben. Das geht über AxiCard zum Glück nur, weil der nämlich als sehr teuer angesagt war. Deswegen habe ich gesagt, teuer ist immer gut, ne? Das ist Qualität, ne? Ja, mhm. Vom wegen. Ja, und jetzt haben wir da eine große Wiese, wo Stellplätze sind. Kann man machen. Einmal lang durch, ich weiß nicht, sind glaube ich nur 30 Plätze oder was, ne? Ich weiß nicht, oder wie viel, aber... 40, 50, ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, aber ich meine, wie gesagt, jetzt für die Nacht ist das okay. Deswegen habe ich ja angefallen. Lass uns woanders hingehen. Wir zeigen euch mal ein bisschen was vom Ort. Genau, wir wollen ja nicht nur meckern, genau. wir hoffen, dass der Ort dass uns auch das noch raus sagen können. Der soll das noch rocken, der Ort. Also, bis später. Ja, ihr Lieben, wir sind überrascht worden. Ja, der Ort hat sich, also der Eindruck des Ortes hat sich nicht geändert. Genau. Also wir hatten gehofft, es gibt irgendwie schöne Ecken, aber es sind ein paar alte Sachen da in der Altstadt, aber alles andere. Die haben ja sogar einen Spielplatz, der ja, sieht ein bisschen aus, als wäre er mit Beton. Wahrscheinlich so Gummimatten. Ja, aber das sind so Gummimatten. Ich meine, den finde ich ganz gut gemacht. Da ist auch ein Fitness-Ding da. Ja, so Fitness-Ding gibt es ja auch. Da sitzen alte Leute. Ja, aber das ist so, ich sag mal, keine Stadt, die man empfehlen kann. Ja, ich sag mal so, was war das vorhin so ein schönes Beispiel? Ja, ich hatte so gesagt, das ist so, als wenn es aus Gelsenkirchen weg ist. Genau. Die Ruppottler sagen. Aber da, auch da gibt es schöne Ecken. Und ich sag mal, gegen Duisburg-Ruhrort ist das hier ein Kurort. Nee, umgekehrt. Vergeigt. Vergeigt. Gegen, also dagegen ist Duisburg-Ruhrort ein Kurort. Ja, so. So. Do. So. Vergeigt nicht, also mit Absicht falsch gesagt, damit die Uli so
Ja. Ah, okay, okay. Ich denke mal, wir machen auch morgen früh uns dann rechtzeitig vom Acker. Um 9:30 macht das Geschäft auf. Da können wir nochmal Lebensmittel kaufen. Sind ja 250 Meter entfernt oder so. Das machen wir dann noch eben und dann bezahlen wir den Campingplatz und dann hauen wir auch ab und frühstücken woanders. Und dieser Geruch, der unten war, wo wir dachten, das kommt von dem River, der ist in der ganzen Stadt. Es riecht hier überall nach Urin. Es ist dreckig, es liegen Kippen im Straßenrand. Das ist, hier vorne ist ein Container, also ein Flaschencontainer, da steht ein riesen Kübel, ich denke mal 20 Liter Kübel oder mehr, mit irgendeiner roten Flüssigkeit da drin. Ich weiß nicht, ob die den Wein nicht mehr trinken wollten, weil er aus Plastik ist oder was, ich habe keine Ahnung. Oder Urin. Nur dann geht es demjenigen nicht gut. Dann hat das hinter sich. Also es ist einfach nur schäbig. Mhm. Und wir wollen hier weg. Ja, aber also auf die Bank zu setzen, war schon nicht so angenehm. Ja, aber ich sag mal jetzt, der eine Tag ist okay. Ja. Aber mehr muss auch nicht sein. Ich muss auch mal ins Klo greifen dürfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, bis jetzt habe ich mal die schönen Sachen rausgepickt. Die Rosinen quasi auf der Reise, aber diese Rosine, die war faul. Ja, aber du musst das so sehen. Dann wissen wir, was wir an den anderen Plätzen haben und hatten. Genau, wir haben jetzt ein Vergleichsmuster. Wir können jetzt sagen, egal wo wir sind, denk mal an Sagunisa. Okay, also bis später. Bis später. Guten Morgen, ihr Lieben. Moin, moin. Ja, die Nacht war ruhig. Aber bis dahin war es recht laut hier um uns rum. Ja gut, das ist halt auf dem Campingplatz so. Da muss man, glaube ich, einfach durch. Aber ja, das Schlimmste ist der Geruch. Ja, das halt, jetzt hängt also, schon wieder so was in der Luft. Das ist so richtig wie Urin und das ist nicht auszuhalten. Deswegen hauen wir jetzt hier wieder ab und schauen mal, dass wir was Schöneres kriegen. Leider ist angekündigt, dass das Wetter schlechter werden soll. Also die letzten Sonnenstrahlen werden wir noch ein bisschen unterwegs genießen. Heute soll es noch schön bleiben und dann, ja. Schauen wir. Genau. Lange machen gilt nicht. Aber eins muss man sagen, der Platz, die Sanitärsachen, die sind sauber. Ja, bei den zwar Frauen. Etwas älter, aber sauber. Ich finde es sehr abgerockt, weil da waren auch aus der Steinplatte, also so ein Rondell quasi, Klo und Duschen sind so in so einem Rondell angebracht. Das ist ganz witzig, in der Mitte die Waschgelegenheiten, aber da sind von der Betonplatte einige Ecken schon abgeplatzt und da haben sie einfach Klebeband drüber gemacht. Finde ich jetzt auch nicht so toll, aber... Ja gut, ich meine, alles ist nicht optimal, auch die Duschen, also da muss man sagen, da ist eine Unfallgefahr auch da, wenn man in die Duschen reingeht und die Duschtasse, die ist tiefer gelegt, aber wenn man die Tür zumachen will, muss man in die Duschtasse steigen und wenn man das dann nicht alle so sieht... Ist halt ein bisschen doof. Und nachher, wenn man aus der Dusche rauskommt, ist auch noch wieder eine Stufe. Also finde ich jetzt auch. Also ich bin auch böse ausgerutscht. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich mich fangen konnte. Weil genau in dem Moment, als ich die Tür schließen wollte, bin ich auf diese Duschwandkante getreten und von da aus in die Wanne reingerutscht. Also das war nicht schön. Man, das hört sich jetzt alle ein bisschen schlimm an, dass wir hier nur meckern. Aber ihr wisst, wir sind sonst ja eigentlich recht entspannt und sehen das alle nicht ganz so eng. Aber ja. Aber also das Schlimmste ist hier wirklich auch der Geruch. Geruch, die Sauberkeit, der Fluss, der hier nebenan lang läuft, der stinkt. Wir wollen weg. Wir wollen einfach nur weg.